Herzlich willkommen hier auf der Hannover Messe 2016. Die BHKW Infothek ist wie die letzten 5 Jahre auch dieses Jahr wieder für Sie vor Ort, um zu berichten über kleine Blockheizkraftwerke, insbesondere Mini-, Mikro- und Nano-Blockheizkraftwerke, aber natürlich auch rund um Komponenten zum Betrieb von kleinen stromerzeugenden Heizungen. Für gewöhnlich ist es so, dass wir von der Hannover Messe nur einen einzigen Tag berichten und da schnell unsere BHKW-Informationsvideos aufnehmen und dann im Nachgang für Sie aufbereiten. Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, noch mehr zu machen von der Hannover Messe, insbesondere die Aufzeichnung von Vorträgen und Diskussionsrunden. Da es uns aber als kleinem Online-Medium so nicht möglich ist, das zu finanzieren, haben wir uns nach einem Sponsor umgeschaut und haben mit dem Unternehmen RMB Energie, dem Hersteller von zum Beispiel dem Neotower BHKW, einen Sponsor gewinnen können. Wir haben dieses Sponsoring unter die Voraussetzung gestellt, dass durch diesen BHKW-Hersteller nur zusätzliche Berichterstattung finanziert wird, im Sinne von der Aufzeichnung von Diskussionen und Vorträgen, wo wir redaktionell keinen Einfluss auf den Inhalt ausüben können, sodass hier auch nicht die Idee entstehen könnte, dass ein BHKW-Hersteller Berichterstattung über sich finanziert, sondern ausschließlich die 4 Tage, die wir hier sind, um über die Vorträge und Diskussionsrunden zu berichten, werden vom BHKW-Hersteller hier unterstützt. Heute soll es gehen als Auftaktveranstaltung um das KWKG 2016 in Industrie- und Energiewirtschaft und wie man es dort richtig nutzen kann. Ob diese Diskussionsrunde sich dieses Themas überhaupt annehmen kann nachher, das halte ich für fraglich. Denn das KWKG 2016 ist zwar zum 01.01.2016 in Kraft getreten, aber wirklich wirksam ist es nicht. Das liegt daran, dass das KWKG 2016 bis heute nicht von der EU notifiziert wurde. Und ohne Notifizierung der EU können die Fördertatbestände im KWKG gar nicht greifen, sodass es eine sehr, sehr große Rechtsunsicherheit zurzeit gibt für BHKW-Betreiber, die in den letzten Monaten ein BHKW in Betrieb genommen haben, eben nach dem KWKG 2016. Und das ist eine ziemlich paradoxe Situation, denn das KWKG 2012 wurde bereits 2014 evaluiert und es wurde dann Ende 2014 schon darüber debattiert, inwieweit das KWKG novelliert werden kann. Das gesamte Jahr über 2015 wurde von Politik und Verwaltung immer beteuert, dass das KWKG so langsam novelliert wird, eben damit die Notifizierung der EU abgewartet werden kann und so Rechtssicherheit besteht. Und es war auf der Hannover Messe 2015, wo ein Vertreter des BMWI hier sagte, dass halt die Notifizierung mit der EU laufe und deshalb dann erst ein Inkrafttreten zum Ende des Jahres 2015 zu erwarten sei. Tatsächlich ist es jetzt erst zum 01.01.2016 in Kraft getreten und die Notifizierung liegt bis heute nicht vor. Ein unhaltbarer Zustand, wie wir von der BHKW-Infothek finden. Und wir hoffen, dass hier die Diskussion sich dieses Themas annehmen wird und hierzu vielleicht einige Erkenntnisse bringen wird, wie es jetzt zu einer Notifizierung kommen kann und was aktuell in Berlin passiert, damit hier wieder Rechtssicherheit für die Investition in KWK-Anlagen hergestellt wird. Es diskutieren für Sie Heinz-Ulrich Bruschewski, Vizepräsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung, Andreas Frömmel vom Hersteller Fuel Cell Energy Solutions, Alfred Geier, Geschäftsführer der 2G Rental GmbH und Dr. Gero Hocker, Mitglied des Niedersächsischen Landtages für die FDP-Fraktion. Moderiert wird die Diskussionsrunde heute von Dr. Lothar Müller, Chefredakteur vom Themenmagazin. Ich wünsche Ihnen einen guten Erkenntnisgewinn, viel Spaß bei allen weiteren Messevideos, die wir in den nächsten Tagen online stellen werden und mindestens gute Unterhaltung. Ich habe also die ehrenvolle Aufgabe, hier mit Experten eine Runde zum KWK-Gesetz zu moderieren. Ich darf die Teilnehmer der Runde vorstellen. Beginne links außen. Herr Frömmel wurde schon genannt. Er ist Vizepräsident des Unternehmens für Energy Solutions aus Dresden. Zu seiner rechten und zu meiner linken Seite Herr Dr. Gero Hocker. Er ist Mitglied des Niedersächsischen Landtages, umweltpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Zu meiner rechten Heinz-Ulrich Bruschewski, Vizepräsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung und rechtsaußen Herr Alfred Geier, Geschäftsführer dieses Unternehmens, was Sie genau gegenüber sehen, 2G Kraft-Wärme-Kopplung. Also gestandene Unternehmer, die hier zu der aktuellen Herausforderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes Stellung nehmen können. In der Anmoderation wurde bereits darauf hingewiesen, das Jahr 2015 war kein leichtes Jahr für die Branche. Es gab eine monatelange Diskussion, wie denn nun das Gesetz selbst und die entsprechende Novelle gestaltet werden soll. Es gab folgende Situation, das Thema Gas fiel unter anderem heraus, erschien über einen langen Zeitraum nicht mehr. Es gab die Wortmeldungen der Branche,
und auch Wortmeldungen aus dem politischen Raum, diesen weiteren Ausbaupfad der Kraft-Wärme-Kopplung im Lichte des Gesetzes zu diskutieren und vor allem die Verbindung zur Weiterführung der Energiewende herzustellen. Wenn wir uns die Einsatzfelder der Kraft-Wärme-Kopplung einmal anschauen, dann wissen wir, wir haben eine sehr breite Anwendungs- und Einsatzmöglichkeit von der Industrie über die Wohnungswirtschaft bis rein in die Energiewirtschaft, bis in die Wohnungsgesellschaften. So gesehen ist die Kraft-Wärme-Kopplung durchaus eine Technologie, die für die Weiterführung der Energiewende und nicht zuletzt auch im Hinblick auf die dezentrale Energieversorgung nicht zu unterschätzen ist. Nun hat es vor etlichen Wochen eine Novellierung des Gesetzes der Kraft-Wärme-Kopplung gegeben. Die Branche hat sehr durchwachsen darauf reagiert. Das ist auch verständlich, wenn man sich die Novelle ansieht. Sicher wird mit dieser Novelle zum einen auf die weitere Erreichung der Klimaziele abgestellt, indem insbesondere die CO2-arme Erzeugung durch Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen unterstützt wird. Nach Meinung der Branche will das Bundeswirtschaftsministerium damit vor allem den Weg mit erreichen, dass ein wichtiger Beitrag zur Erreichung des Einsparziels an CO2 erreicht wird. Ein zweiter Punkt betrifft das Thema Flexibilität. Wer sich sehr praxisbezogen mit der Kraft-Wärme-Kopplung auseinandersetzt, wird wissen, dass die Kraft-Wärme-Kopplung ein wichtiger Faktor ist und auch ein wichtiger Treiber sein kann für das Thema Flexibilität, ob es um die Wärmespeicher geht, ob es um das Thema Direktvermarktung geht. Aber auch hier gibt es noch eine Vielzahl von Schwachstellen. Der eigentliche Knackpunkt, der auch weiterhin zu diskutieren sein wird im Jahr 2016, betrifft natürlich das Thema Planungssicherheit. Der Förderrahmen der KWK wird zwar bis 2022 verlängert, das Ausbauziel wird präzisiert und ist auch längerfristig gefasst. Auch das Fördervolumen wurde verdoppelt, aber das allein reicht natürlich nicht aus, weil letztlich mit dem neuen KWK-Gesetz eine Stagnation des Kraft-Wärme-Kopplungsausbaus aus Sicht der Branche nicht abgewendet werden konnte. Hinzu kommt, dass diese Novelle des KWK-Gesetzes in 2016 nur eine verlangsamte Weiterentwicklung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen zur Folge hat. Und letztlich muss man auch noch einmal herausheben, dass mit dieser Zielstellung, wie sie jetzt verankert ist, das ursprüngliche Ausbauziel an KWK laut Koalitionsvertrag in Höhe von 25% nicht erreicht wird. Deshalb sieht es der Bundesverband der Kraft-Wärme-Kopplung insbesondere auch kritisch an, dass KWK-Anlagen nur noch bis zu einer Größe eine Zuwendung für eigenverbrauchten Strom erhalten. Dies wird letztlich zu stark verlängerten Amortisationszeiten oder gar zu Unwirtschaftlichkeit bei Investitionsvorhaben führen können und damit wiederum zur Nichtausschöpfung des KWK-Potenzials. Also wir haben einen sehr breiten Spannungsbogen, den wir diskutieren können. Und um die Diskussion ein klein wenig einzuleiten, würde ich meine erste Frage an die Teilnehmer der Runde stellen. Das KWK ist eine anerkannt hocheffiziente, verfügbare und flexibel einsetzbare Umwandlungstechnologie. Wie sehen Sie den gegenwärtigen Stand der Technologie in diesem gegenwärtigen politisch-gesetzlichen Rahmen fällt, wie er uns im Jahr 2016 zur Verfügung steht? Ich würde links beginnen und dass wir einfach dann hier miteinander in die Diskussion kommen. Vielen Dank vor allen Dingen für die Technologiefrage. Als der Brennstoffzellenmann da hier in der Runde nehme ich die natürlich gerne auf und würde mich dann auch auf die Brennstoffzellen beschränken, um nicht zu weit vorzugreifen. Die Brennstoffzellen sind verfügbar.
Es gibt sie in verschiedenen Größen, bis in mehrere Megawatt. Und sie haben eben diese Kraft-Wärme-Kopplung vorangetrieben. Das heißt, wir kommen in dem elektrischen Wirkungsgrad bis auf 60% hoch mit Brennstoffzellen und können bei der Wärme bei bestimmten Typen auf eine Hochtemperatur-Abluft, nicht Abgas, sondern Abluft, rein von der Reinheit, komme ich gleich nochmal drauf, zurückgreifen. Das heißt, mit 360 Grad Celsius kann man, wie Sie alle wissen, in der Kraft-Wärme-Kopplung eine ganze Menge anstellen. Man kann für Krankenhäuser zur Sterilisierung Industriedampf zur Verfügung stellen oder eben in der Industrie für den Dampf, für Trocknungsprozesse in der Lebensmittelindustrie. Es gibt also eine vielfältige Möglichkeit und das natürlich dann auch skaliert, also erste Ebene Industriedampf, zweite Ebene normale Heizung, Warmwasser. Das eröffnet uns also eine neue Bandbreite. Und wie gesagt, Brennstoffzellen sind verfügbar. Unser Unternehmen hat mehr als 100 Kraftwerke weltweit laufen. Jedes Jahr kommen 70 Megawatt dazu. Und der eigentliche Vorteil ist ja nicht, dass man jetzt auch Kraft-Wärme-Kopplung macht, sondern der eigentliche Vorteil ist, dass wir bei dieser Produktion ungefähr 25% der Primärenergie einsparen gegenüber traditionellen Technologien, also dem Energiemix in Deutschland, was uns natürlich hilft, weil wir dann eben weniger abhängig sind vom Energieimport und dass wir so gut wie keine Stickoxide oder Schwefeloxide emittieren, das heißt keinen sauren Regen verursachen oder keinen Krebs und keinen Feinstaub. Und das sind in dieser Kombination gibt uns das halt die Möglichkeit, dass auch innerorts oder in sensiblen Gebieten, also in Naturschutzgebieten und Ähnlichen, einzusetzen. Herzlichen Dank, Herr Frömmel. Ich darf erstmal, bevor wir die Politik sozusagen zu Wort kommen lassen, gleich mal rechts weitergeben, Herr Geier, sozusagen, dass wir auch den Praxisbezug haben und die Politik das dann sozusagen ein bisschen abrundet. Ja, ich würde ganz gerne dann an der Stelle mal eher den Ball aufgreifen, dass ich momentan eher nicht über die technische Einsatzfähigkeit von der Kraft-Wärme-Kopplung dann spreche oder ähnliche Dinge, sondern was treibt uns eigentlich um? Also momentan erlebe ich eigentlich ein Wechselbad der Gefühle und erleben wir als Unternehmen auch ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite haben wir uns Ende des letzten Jahres gefreut, dass wir endlich neue Rahmenbedingungen finden, dass sich relativ kurz vor Jahresende dann auch eine Gemeinschaft gefunden hat, eine Gesetzesinitiative gefunden hat, die dann auch so umgesetzt wurde zum 1. Januar, auf die wir uns dann auch alle mal einstellen können. Und langsam fühle ich mich eigentlich, als hätte ich mich viel zu früh gefreut oder können wir uns als Branche eigentlich fragen, haben wir uns nicht zu früh gefreut? Denn es ist eigentlich eine relativ schwierige Situation momentan, wenn ich so auf den Paragraph 35 schaue, mit der Notifizierungspflicht noch aus Brüssel heraus. Das ist eigentlich schon momentan fast ein K.O.-Kriterium. Das ist das Thema, was uns momentan treibt, was letztendlich alle Möglichkeiten, alle Chancen, die wir für die Kraft-Wärme-Kopplung im Markt sehen, technologisch gesehen, genauso wie von den Einsatzfeldern, von dem Thema Flexibilität, von allen Möglichkeiten, die wir als Rückgrat einer regenerativen Energieerzeugung bei Wind und Solar auch darstellen können, eigentlich momentan eigentlich in Frage stellt. Und insofern ist für mich eigentlich Kernpunkt eigentlich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um mit dieser Situation? Denn wir haben ein aktives Gesetz, was es eigentlich nicht gibt. Und das ist schon eine ganz besondere Situation, dass wir ein Gesetz haben, das existent ist, aber nicht existent ist. Und letztendlich die Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn wir das Ende des Jahres erleben, die letzten Anlagen vielleicht auch noch nach dem KWKG 2012 in Betrieb gehen und dann den 1. Januar 2017 erleben. Wo stehen wir dann und wie gehen wir dann eigentlich mit den Rahmenbedingungen im Markt dann um? Und dafür brauchen wir Lösungen, die Politik uns aufzeigt. Wir sind als Branche gerne bereit, an der Stelle mitzuwirken. Aber das ist das drängendste Problem aktuell, was wir haben. Danke, Herr Geier. Zu den Forderungen an die Politik werden wir auch noch mal in einem gesonderten Runde noch mal zu sprechen kommen. Herr Brodzewski, Ihre Wertung auch als Vizepräsident des Verbandes, denn Sie kanalisieren ja sozusagen die Meinungen und die Anforderungen der Branche. Also zunächst mal möchte ich da festhalten, immerhin ist es gelungen, das Allerschlimmste gegenüber dem ersten Vorschlag, den der Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums im Frühjahr vergangenen Jahres vorgelegt hat, zu verhindern. Leider nur das Allerschlimmste. Was wir jetzt erleben, das hat Herr Geier gerade ja richtig zum Ausdruck gebracht, ist allerdings etwas, wo ich sehr, sehr verärgert drüber bin. Wir hatten in der Debatte über die
Formulierungen im KWKG und über das, was dort in den Gesetzestext rein soll, mit den Referenten im Bundeswirtschaftsministerium eigentlich weitestgehend eine Ebene gefunden, mit der man hätte leben können. Und auch dort war der Eindruck, glaube ich, vermittelt worden, die notwendige beihilferechtliche Genehmigung mit Brüssel steht kurz vor dem Abschluss, man hätte das vorbereitet. Jetzt muss ich einfach sagen, die Damen und Herren Abgeordneten des Deutschen Bundestages jetzt des Fusches zu beschimpfen, wäre möglicherweise etwas ungerecht, weil auch dort hat man die Tragweite der jetzigen Situation nicht übersehen. Dieser Fusch liegt vielmehr im Bundeswirtschaftsministerium, nämlich die Klärung mit Brüssel nicht herbeigeführt zu haben. Alle glauben, wir hätten ein neues KWKG 2016 in Kraft. Okay, de jure, ja, dieses Gesetz ist im Bundesgesetzblatt verkündet. Der Bundespräsident hat es unterschrieben. Damit ist es ab dem 01.01.2016 in Kraft. Aber wichtige und vor allen Dingen wesentliche Teile, die die Rahmenbedingungen bestimmen, sind unter den Vorbehalt des Paragraphen 35 gestellt. Und wir erleben das immer wieder in der Debatte mit Brüssel, mit der Kommission. Es ist schlimmer als auf hoher See. Ich weiß manchmal nicht, woher der Wind weht und wann ich am Ziel ankomme. Aus den Verhandlungen über die beihilferechtliche Genehmigung zur Energiesteuererstattung, über die wir hier an gleicher Stelle ja vor vier Jahren debattiert haben, ne, kann ich mich dunkel dran entsinnen, zwischen den ersten Gesprächen und dem abschließenden Bescheid sind dann rund 10 Monate vergangen. Das heißt, wir können, Herr Geier, durchaus die Situation haben, dass das Jahr 2016 zu Ende geht und wir immer noch keine Bescheide vom BAFA bekommen. Das heißt, die Branche lebt im Augenblick in einer Verunsicherung, nicht nur als Hersteller und Packager, sondern auch die Investoren, sowohl in der Industrie als auch, und das finde ich auch besonders dramatisch, im kommunalen Bereich, wo bestehende Heizkraftwerke ja schon seit langer Zeit notleidend sind, ob des Strompreisverfalls an der Börse, und wo wir ja mit dem KWKG 2016 eben auch eine Überlebenshilfe der Theorie nach eingeführt bekommen haben, die jetzt immer noch nicht beschieden werden kann. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Wir könnten uns alle, die wir hier stehen, zusammentun, sagen, komm her, wir mieten Bus, fahren nach Brüssel und klopfen dort mal auf den Busch, dass man dort in der Kommission mal endlich fertig wird. Die Alternative besteht natürlich darin, dass wir uns dafür einsetzen, die Übergangsvorschriften im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 2016 zu verändern. Das KWKG 2012 steht nicht unter dem beihilferechtlichen Vorbehalt, weil die Beihilferichtlinien der Europäischen Kommission erst später geändert wurden. Das 2016er Gesetz steht unter dem Vorbehalt, richtig, aber das 2012er nicht. Und es gibt keine europarechtliche Restriktion, jetzt nicht auf die Politik zuzugehen, den Damen und Herren Abgeordneten klarzumachen, dann ändert die Bestimmungen im Paragraphen 35. Dort, wo eine Übergangsfrist am 31.12.2015 endete, können wir zum Beispiel 31.12.2016 hinschreiben. Und überall dort, wo im jetzigen Gesetz 2016 steht, können wir zum Beispiel 2017 hinschreiben. Das würde der Herstellerbranche, jetzt nehme ich Sie mal einfach als Synonym für die gesamte Branche, Herr Geier, das würde der Herstellerbranche die Chance eröffnen, den Markt weiter zu bearbeiten. Den Investoren würde es die Chance eröffnen, zunächst mal mit Rahmenbedingungen zu kalkulieren, die, wenn auch nicht ideal, aber gegeben sind. Und der Politik, insofern haben wir also eine Win-Win-Win-Situation, dann würde es die Chance eröffnen, in Seelenruhe mit Brüssel die beihilferechtliche Genehmigung auszukämpfen. Warum nicht? Ich plädiere dafür, dass alle sich an ihre Wahlkreisabgeordneten wenden, an die Politik, an das Ministerium schreiben und natürlich auch mithilfe der Verbände hier diese Vorstöße machen, damit wir aus dieser unleidlichen Situation ein Gesetz zu haben, was de facto nicht angewendet werden kann, außer dass es die Branche behindert. Das ist allerdings die tatsächliche Auswirkung aktuell, damit wir aus dieser leidvollen Situation herauskommen. Herzlichen Dank, Herr Prochewski, auch für diesen Lichtspot, mit dem Sie nochmal über das gesamte Themenfeld gegangen sind. Herr Dr. Hocker, wir befinden uns in Niedersachsen. Sie sind Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Ihr Energieminister vertritt ja zumindest, wenn er offizielle Reden hält, ein Verständnis auch für dezentrale Energieversorgung. Sie sind umweltpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Vielleicht können Sie uns ganz kurz reflektieren, welchen Stellenwert das Thema, über welches wir gerade diskutieren, im Niedersächsischen Landtag einnimmt.
und welche Vorstellungen Sie auch über Ihre Fraktion haben, um das Thema einfach noch stärker im Politikrahmen zu platzieren. Ja, sehr gerne. Also zunächst mal, Herr Dr. Müller, um mit einem vielleicht Missverständnis aufzuräumen. Wir haben zurzeit keine Minister als FDP. Nicht als Minister. Ach so. Nicht, okay, dann habe ich Sie missverstanden. Das war mein Fehler. Gut, das kommt das bestimmt irgendwann wieder, da bin ich mir sicher. Aber zurzeit ist das eben nicht so. Ich meine den Amtierenden. Ne? Okay, gut. Also, aber ich bin eben auch nicht der Anwalt sozusagen für eine Landesregierung, die von uns nicht getragen wird. Aber Sie haben mich ja ganz konkret gefragt nach den Vorstellungen, die wir haben. Wissen Sie, diese Energiewende ist ja damals sehr schnell beschlossen worden und mein Eindruck ist, dass man sich sehr fokussiert auf alleine das Thema Energieerzeugung und dabei ein ganz zentrales Argument aus den Augen verloren hat, und das ist eben das Thema Flexibilität und Speicherung dieses teilweise ja sehr volatil erzeugten Stroms, wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint. Und da glaube ich, dass gerade das Thema Kraft-Wärme-Kopplung eine ganz zentrale Aufgabe erfüllen kann und ein ganz wichtiger Bestandteil sein kann zur, sagen wir, Bewältigung der Herausforderungen, die diese Energiewende so mit sich bringt. Denn wir führen die Diskussion, da haben Sie ja das völlig richtig beschrieben, im Niedersächsischen Landtag sehr häufig, wenn es um die Frage geht, wie kriegt man eigentlich den Strom abtransportiert und wie kriegt man es eigentlich hin, dass er zum Zeitpunkt des Bedarfs auch tatsächlich verfügbar ist. Und da glaube ich, dass Kraft-Wärme-Kopplung ein elementarer Bestandteil sein kann und sein darf. Und wenn Sie sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass es ein Gesetz gibt und dieses Gesetz nicht zur Anwendung kommt und das ist eine Frage von Verlässlichkeit von Politik, dann kann ich Sie da unterstützen. Häufig höre ich das Thema Verlässlichkeit, wenn es um die Frage von Einspeisevergütung geht. Natürlich hat da jeder Verband erstmal ein Interesse daran, für seine Mitgliedsunternehmen ein maximales Ergebnis herauszuholen. Das ist legitim und ist auch Teil des Spiels zwischen Verbänden und zwischen Politik. Aber dass es ein Gesetz gibt, das nicht zur Anwendung kommt, das ist eine Situation, also dass den Deutschen Bundestag passiert hat und mit einer Mehrheit letzten Endes beschlossen wurde. Das ist eine Situation, die ich Ihnen letzten Endes auch nicht erklären kann. Ich glaube schon, dass wenn Sie über Rechtssicherheit sprechen, dass es zumindest unstrittig sein müsste, dass Gesetze, die durch den Gesetzgeber auf den Weg gebracht wurden, dann auch zur Anwendung kommen. Das ist eigentlich erstaunlich, dass das überhaupt einer Diskussion bedarf oder überhaupt ein Thema ist, was wir hier vorne debattieren. Aber da können Sie also die Unterstützung meiner Fraktion, auch wenn es eine Landtagsfraktion ist und gegenwärtig keine Bundestagsfraktion, da können Sie sich darauf verlassen, dass, wenn wir Möglichkeit hätten, Einfluss darauf zu nehmen, dass wir diese Möglichkeiten nutzen würden. Herzlichen Dank, um bei Herrn Proschewski anzuschließen. Er sprach ja von der Hohen See und dass man dann oft alleine auf sich gestellt ist. Manchmal kann es ja auch hilfreich sein, dass von verschiedenen Häfen aus ja Schiffe sozusagen in See stechen, um sich dann zu einer Flotte zu bündeln und damit letztlich auch eine Interessenlage mit zu unterstützen. Ich darf aber noch einmal auf das Gesetz selbst zurückkommen. Im Gesetz finden wir ja einen Spannungsbogen, nämlich wir erleben auf der einen Seite eine Erhöhung des Fördervolumens und auf der anderen Seite eine Reduzierung der Ausbauziele. Wie sieht das jetzt aus Sicht der Praktiker aus, wenn Sie unabhängig von § 35 und Zustimmung EU, wenn Sie einfach diesen Spannungsbogen im Gesetz reflektieren sollten, Herr Frömmel? Ich fand die Formulierung vorhin ganz gut, das Schlimmste verhindert, und ich glaube, das ist der Stern, der über dem ganzen Gesetz leuchtet. Also wir haben jetzt das dritte Jahr mit Unsicherheit in der Branche und im Markt, wo die Kunden auch nicht wissen, wie sie entscheiden sollen, wie sie so ein Investitionsgut berechnen sollen über die nächsten 15, 20 Jahre oder wie lange immer der Einsatz geplant ist. Und dann diese widerstreitenden Sachen, wo man auch nicht weiß, wo geht denn als nächstes die Reise hin. Als nächstes haben wir noch die Diskussion mit dem EEG, also am Horizont ist schon das vierte Jahr, wo es Probleme geben könnte. Und da ist das Ausbauziel im Moment, glaube ich, sekundär. Also der Schmerz, der momentane Schmerz ist größer, und es ist eine ich sag's mal von einer außenstehenden Position, ist eine clevere Vorgehensweise, erstmal das Schlimmste in den Ring zu werfen. Das kennen wir ja schon, haben wir ja oft genug erlebt, sodass die Leute dann damit zufrieden sind, wenn was Schlechtes rauskommt, statt mit dem guten Vorschlag zu starten. Und das wäre besser gewesen.
Kann ich so in der Form nur. Herr Geier, bitte. Ja, kann ich so in der Form eigentlich nur beipflichten. Das Ausbauziel ist für mich momentan absolut sekundär und ist für 2G auch absolut sekundär an der Stelle. Ich versuche es auch mal so zu interpretieren, so wie die Politik momentan unterwegs ist, soll das Rückgrat der Energieversorgung auf Wind und Solar liegen. Und ich denke mal, wenn wir das so erreichen wollen, dann müssen wir die Stromerzeugung in Deutschland auch ein Vielfaches steigern. Die heute rund 40.000 MW im Wind müssen dann wahrscheinlich auf 240.000 im Wind hochgesetzt werden. Und wenn wir das natürlich prozentual mit der Kraft-Wärme-Kopplung dann versetzen würden, würde natürlich eine Stromproduktion dabei herauskommen, die wahrscheinlich auch für den Betrieb der Elektrofahrzeuge alles letztendlich Vorstellbare momentan nimmt. Insofern hat man eine konkrete Zahl genommen. Mit der konkreten Zahl können wir arbeiten, damit können wir auch was anfangen. Das ist das eine an der Stelle. Gleichzeitig nehme ich natürlich die Erhöhung und Verdopplung des Fördervolumens als Zeichen der Hoffnung natürlich wahr, dass man genau diese Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung auch zuspricht, dass sie beim Thema des Rückgrates auch eine wichtige Rolle spielt, dass sie bei der Flexibilisierung eine Thematik hat. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das Thema Verantwortung von Strom in Bilanzkreisen deutlich geworden ist, dass Energieversorger letztendlich auch bei Einspeisung ins öffentliche Netz entsprechend höher gefördert werden. Deswegen wahrscheinlich auch das höhere Fördervolumen. Das alles sind positive Signale, mit der es dann halt gelingen kann, sage ich mal, die Kraft-Wärme-Kopplung deutlich auszubauen. Auch den Begriff der Sektorkopplung, der ja heute eigentlich nur eindimensional diskutiert wird, in der Art und Weise, dass man versucht, wie kriege ich Strom in Mobilitätsmarkt oder in den Wärmemarkt hinein. Nein, das ist eine Diskussion, die brauchen wir so nicht. Wir brauchen eine zweidimensionale Diskussion. Die Kraft-Wärme-Kopplung ist Sektorkopplung pur. Und auch da knüpfe ich an, mit der Erhöhung des Fördervolumens können wir genau da etwas mit anfangen und dann auch Lösungen aufzeigen. Herr Broschewski, auch Meinung des Verbandes. Es wird ein weiterer Aspekt in dieser Art der Fragestellung und Debatte vernachlässigt. Kraft-Wärme-Kopplung ist kein Selbstzweck an sich, sondern Kraft-Wärme-Kopplung ist ein wichtiges Nutzungsprinzip von Brennstoffen. Egal, welche Art dieser Brennstoff ist, sei es das unter den fossilen umweltfreundliche Erdgas oder sei es unter regenerativen Brennstoffen das Biomethan oder die kommenden Stoffe Solarmethan und Windmethan. So, wir haben heute Vormittag hier einiges über Speichertechnologien gehört. Ja, es ist richtig und wichtig, Stromspeicher, Wärmespeicher dezentral vor Ort zu haben zur individuellen Anlagenoptimierung. Aber betrachten wir doch mal das Gesamtsystem an sich. Gedankenspiel. Wenn heute gewisse Mächte dieser Welt auf die Idee kämen, an den Grenzen zu Europa oder schränken wir es weiter ein, an den Grenzen zur Bundesrepublik Deutschland, die sämtlichen Gashähne zuzudrehen, dann könnten wir erstmal 3 Monate so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen Energiespeicher in Deutschland, nämlich das Erdgassystem. Sämtliche Pipelines, sämtliche Verteilnetze und die vorhandenen Erdgasspeicher haben ein Volumen, was zur Versorgung von rund 3 Monaten in der Wintervolllast ausreicht. So, und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, dass aus den sogenannten überschüssigen Strommengen, nehmen wir sie mal so hin, ich bezweifle, dass sie eigentlich überschüssig sind, aber nehmen wir sie mal so hin. Solarmethan und Windmethan erzeugt wird, dann können wir dieses Methan sehr einfach in vorhandene Infrastrukturen einspeichern. Und diese unter hohem apparativen Aufwand erzeugten Gase dann später womöglich einfach nur zu verbrennen, ist thermodynamisch, wenn ich das mal so auf Hochdeutsch sagen kann, eine Sauerei. Sondern es ist nur sinnvoll, diese Gase dann auch in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung zu nutzen. Und damit kommt der zweite Schritt. Da sehen Sie auch, wie stark vernetzt und mosaikartig das System, das Nutzungssystem KWK ist. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Gasmotoren und Gasturbinen sind höchst flexible Anlagen. Das heißt also, dem hochvolatilen Wind und dem hochvolatilen Stromsystem PV können diese Anlagen extrem schnell angepasst hinterherfahren. Das heißt, wir haben dann auch ein System, was die Dunkelflaute einerseits, allerdings auch sämtliche Zwischenstadien sofort anpassungsfähig ausgleichen kann. Und das eben dann mit diesen Gasen. Das bedeutet, jede Investition, auch volkswirtschaftliche Investition, politische Investition in diese Systeme, führt eigentlich dazu, dass wir das Gesamtsystem auf dem Weg in die Erneuerbaren erstens stabilisieren. Und das, was möglicherweise, Herr Dr. Müller, heute eine fossilbetriebene Erdgas-KWK-Anlage ist, ist
morgen oder übermorgen eine EEG-Anlage aus erneuerbaren Brennstoffen, in dem nämlich Solarmethan, Windmethan eingesetzt wird. Und wenn ich an die Brennstoffzellen denke, Herr Frömmel, Sie sind in dem gleichen Markt. Ne? Auch Sie sind darauf angewiesen, diese Gase an den Ort des Verbrauchs zu kriegen. Denn das ist ja der Vorteil der dezentralen KWK-Anlagen. Die sind im Schwerpunkt des Verbrauchs. KWK-Anlagen irgendwo mitten in der Nordsee oder Ostsee finden nicht statt, es sei denn auf Helgoland. Da haben wir aber überschaubar wenige davon. Ansonsten sind KWK-Anlagen dort, wo der Strom und die Wärme gebraucht werden. Das heißt, alleine schon die Transportnetze werden entlastet, wenn wir diese Kapazitäten dorthin bringen, wo wir auch die Schwerpunkte des Verbrauchs haben. Insofern sehe ich also diesen Widerspruch gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Er ist nicht vorhanden, er ist nur nicht sauber in dem Gesetz formuliert. Herzlichen Dank. Ich darf dort noch mal einmal anknüpfen, Herr Prochewski. Ich habe den Eindruck, in den zurückliegenden Monaten, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dass die Komponente Flexibilität für mich immer ein klein wenig unterbelichtet wird in Verbindung mit KWK. Sie haben es eben noch mal einmal hervorgehoben, deshalb einmal in dieser Runde. Wie werten Sie überhaupt die Möglichkeit, das Thema Flexibilität stärker anzubinden an das Thema KWK, um damit zum einen Verständnis beim Verbraucher und damit letztlich auch seine Stimme zu gewinnen und zudem auch noch gegenüber der Politik mehr Nachdruck zu erreichen zum Thema KWK? Ja, wenn ich mir das mal anschaue, ich mache nur mal einen ganz einfachen Vergleich. Also Flexibilität nach EEG oder Flexibilität nach KWKG sind zwei total unterschiedliche Dinge. Im EEG hat man gesagt, bei den Biogasanlagen, wir wollen, dass diese Anlagen nicht mehr Strich fahren. Wir wollen, dass sie entsprechend dem Bedarf nach den Strompreisen ihre Vermarktung wählen und haben deswegen eine sogenannte Flexibilitätsprämie eingeführt. Diese 130 Euro pro KW, die dann nach welchem Berechnungsalgorithmus dann auch für die Biomethanseite, das ist ja nichts anderes wie im Grunde genommen wie Erdgas, genauso angewandt wird, nur mit einem etwas anderen Faktor, nämlich statt 1,1, 1,6. Jetzt kommt aus dem gleichen Ministerium ein KWKG, was genau diese Komponente überhaupt nicht enthält. Und ich stelle mir die Frage, wenn wir hier Flexibilisierungen letztendlich in Gesetzestexten wiederfinden wollen, warum setzen wir auf der einen Seite den Anreiz, den wir bei einer vergleichbaren Technologie nämlich dann beim zweiten Mal nicht mehr setzen? Und alleine das ganze Thema abzuwälzen, Flexibilität im KWKG heraus, wird erreicht durch die Direktvermarktungspflicht. Ich glaube, das greift zu kurz. Deswegen werden keine anderen Dimensionierungen der Anlagen vorgenommen und mehr Flexibilität dem Gesamtmarkt, dem Gesamtsystem dann an der Stelle zur Verfügung gestellt. Herr Frömmel, sehen Sie das auch so? Ich möchte eher bei diesem Ansatz beginnen, dass die Flexibilität eine Chance darstellt. Also diese verbrauchsnahe Erzeugung gibt uns ja wirklich die Möglichkeit, auf die fluktuierenden Erneuerbaren zu reagieren und nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben, das ist genau die richtige Lösung oder das ist die richtige Lösung. Ich glaube, die Lösung liegt in der Kombination, dass ich also vor Ort in Objekten oder in also Objektnetzen oder in größeren regionalen Zusammenhängen den ganzen Mix aufbauen kann aus Solar, Wind, aus Speichern, die dann eben Wärmespeicher sein könnten oder die Gasspeicher sein könnten oder die auch Wasserstoffspeicher sein könnten. Also die zukünftige Landschaft ist nicht schwarz oder weiß, sie ist grau in einer Mixtur. Wir sollten tunlichstes unterlassen zu sagen, das ist die Technologie, die alle unsere Probleme löst. Es gibt ja da immer wieder Politiker, die sich zurücklehnen und sagen, ich habe jetzt die Lösung, wir nehmen einfach da Speicher in der Nordsee und dann kriegen wir das runter oder wir bauen jetzt 4000 Kilometer Übertragungsnetz. Sie wissen ja, was da rauskommt. Also die Juristen verdienen dran und das ist das Einzige, was passieren wird. Die Lösung ist also exakt die, dass wir auf die Dezentralität setzen müssen, dass wir sowohl die Erzeugung als auch den Verbrauch miteinander intelligent verbinden müssen. Und da ist das Schlagwort oben drüber Flexibilität und die Kraft-Wärme-Kopplung kann dazu ihren Beitrag leisten. Herr Dr. Hocker, Sie haben ja einen Ministerpräsidenten, der war mal VKU-Präsident. Und er müsste ja diesem Thema eigentlich gegenüber sehr aufgeschlossen sein. Sie sind näher dran an den Debatten im Landtag von Niedersachsen. Wie können Sie, sag mal, die Aufnahme dieses Themas im Niedersächsischen Landtag reflektieren?
Also sehen Sie es mir nach, dass ich nicht für den Ministerpräsidenten sprechen kann, wie es in seinem Kopf ankommt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass gerade für mich auch bei der Vorbereitung auch auf den heutigen Termin das Thema Flexibilität bei dieser Technologie und bei der Energiewende insgesamt ganz oben stehen muss. Und wenn wir im Landtag diskutieren, dann geht es ganz häufig eigentlich viel mehr nur um das Thema Erzeugung. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Diskussion zu kurz greifen lässt. Also wenn man wirklich die Energiewende als gesamtheitliche Aufgabe versteht, dann wird man sie nicht alleine dadurch bewältigen können, dass man zusätzliche Windkraftanlagen in Ostfriesland oder wo auch immer installiert und dann wird es schon irgendwie klappen. Wenn ich, weil Sie mich ja auch als Abgeordneter fragen, mir das mal so vergegenwärtige, wie viel Diskussion wir gerade im Land führen, Land auf, Land ab, wo sich Bürgerinitiativen gegründet haben gegen irgendwas, gegen den nächsten Windpark, aber übrigens auch gegen Pumpspeicherkraftwerke und ähnliche Dinge mehr. Da muss man sagen, da wäre ja Politik schlecht beraten, wenn sie sich nicht mit einer Technologie intensiv beschäftigen würde, sie vielleicht auch fördern würde, die all diese Probleme, die man ja hat in der politischen Diskussion zurzeit, sozusagen diesen ganzen Diskussionen entgehen könnte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Bürgerinitiative gibt, die gegen Kraft-Wärme-Kopplung ist. Also, Sie gucken jetzt gerade so, als ob das doch so sei, verunsichert mich fast schon, aber ich kenne die Technologie soweit auch, dass ich das trotzdem dagegen sprechen würde. So, und deswegen meine ich, dass das ja auch politisch ja eine große Chance ist, sich viel Ungemach da draußen sozusagen zu ersparen. Und in einem Punkt stimme ich Ihnen völlig überein. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen von mir, egal welcher politischen Couleur, die glauben, man habe das Ei des Kolumbus gefunden und jetzt die allein selig machende Technologie, die irren alle. Weil einfach diese Energiewende mit so viel Komplexität ausgestattet ist, dass es nur funktioniert in einem Zusammenwirken verschiedener Kräfte von Erzeugungstechnologie genauso wie von Speichertechnologie. Und sie kam eben 10 Jahre schneller und der Druck ist eben 10 Jahre größer jetzt sozusagen, als das vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen ist. Umso wichtiger, meine ich, ist es, dass man sich möglichst technologieoffen diesen Herausforderungen widmet. Aber um Ihre Frage, Herr Dr. Müller, zu beantworten, meine Befürchtung ist, dass man Diskussionen auch bei uns im Landtag viel zu sehr fokussiert auf die Frage von Erzeugung. Wir diskutieren regelmäßig, ob ein zusätzlicher Windpark gebaut werden kann, irgendwo oben an der Küste oder nicht. Aber das, was die eigentliche Herausforderung ist, kommt tatsächlich in den Diskussionen zu kurz. Denn das ist eben nicht einfach mehr Erzeugungskapazitäten zu schaffen nach dem Motto, nach mir die Sintflut, was mit dem Strom passiert, ob er jemals benutzt wird, interessiert mich gar nicht. Am Ende haben wir die Situation, dass wir vielleicht dann sozusagen, wenn wir auf der einen Seite die Speichertechnologie nicht hinreichend entwickeln, dann kaufen wir kernenergetisch erzeugten Strom aus Frankreich ein im Jahre 2022. Das kann es ja nicht sein. Deswegen sind wir ein Stück weit, meine ich auch als Politik selber in der Verantwortung, dieses System ganzheitlicher zu betrachten. Und deswegen müssen wir viel mehr fokussieren auf das Thema Speicherung und Transport. Und letzter Satz, weil eben über Transport und über, sag mal, die wohnortnahe oder die verbrauchsnahe Erzeugung gesprochen wurde. Ich habe morgen und übermorgen einen Termin mit einer Bürgerinitiative, die sich gerade formiert hat, zum Speicher, zum Thema, wir sind gegen Trassen. Also Trassen, Tenet, Sie kennen die Themen besser als ich. Auch das wäre ein Thema, dem man sehr wohl entgegnen könnte mit Kraft-Wärme-Kopplung und Kraft-Wärme-Technologie. Also was ich sagen will mit einem Satz, Politik ist gut beraten, genau hinzuhören, gerade auch bei Ihnen, gerade auch in Ihrer Branche. Denn viele Themen, die Politikern da draußen zurzeit sehr wehtun, die könnte man ein Stück weit eindämpfen mit der Technologie, die wir hier diskutieren. Also auch in Niedersachsen ist noch viel Bewegung im Thema. Herr Kajor, bitte. Ja. Herr Hocker, wenn Sie an das Thema Speicherung denken, an welchen Energieträger denken Sie dann? Denn Sie sind ja in der Politik immer diejenigen, die dann im Grunde genommen nur in die eine Richtung denken. Denn das Problem ist, jeder Bürger dieses Landes, der auch Wähler ist, verbraucht Strom. Aber nicht jeder, der in diesem Land Wärme verbraucht, verbraucht auch Gas. Und deswegen wird das ganze Thema immer reduziert auf den Energieträger Strom. Und ich frage mich eigentlich, warum das so in der Form passiert. Also wenn Sie mich ganz konkret fragen, habe ich eben fragen. Ich denke jetzt spontan an ein Pumpspeicherkraftwerk, weil ich vor kurzem eins besichtigt habe. Ich denke an den Harz, wo man ja unterirdische Pumpspeicherkraftwerke bauen will, aber sehr vieles noch nicht so weit ist, dass tatsächlich irgendwann mal eine Marktreife entwickelt. Ich war jetzt gerade beim Thema Power to Gas übrigens, weil wir jetzt ganz konkret zu diesem Thema einen Antrag gerade eingereicht haben in den Sächsischen Landtag. Weil ja da eben auch verschiedene Dinge zusammenkommen, die Politik und die Energiewende gerade gegenwärtig braucht. Wir haben eine bestehende Infrastruktur, das wurde bereits vorhin erwähnt. Man braucht dieses gesamte Thema Leitungsbau und Widerstand vor Ort überhaupt nicht führen, sondern man hat die Infrastruktur in weiten Teilen und man hat eben auch, sagen wir mal, eine marktfähige Technologie, die in der Lage wäre, diese Infrastruktur zu nutzen und dann auch vor Ort entsprechend dann zu den Verbrauchspunkten die Energie zu bringen. Also das ist meine spontane Reaktion, aber
Ich meine, dass ich das eben einigermaßen deutlich gemacht habe. Es reicht nicht aus, alleine auf das Thema Strom zu fokussieren, sondern die Energiewende muss man ganzheitlich denken. Und vielleicht, da gebe ich Ihnen recht, hat Politik ein Stück weit da Nachholbedarf, weil sie selber ja auch dazu beigetragen hat, dass die Technologien, die wir brauchen, 10 Jahre früher fertig sein müssen und wir schon im Jahre 2022 fertig sein müssen, anstatt noch, wie es früher vor ein paar Jahren war, im Jahr 2032. Da sind wir alle gefordert, diesen besonderen, sage ich mal, auch Zeitdruck, den wir uns gemacht haben, dass wir dem eben auch intelligent begegnen. Das geht nur, wenn man es gesamtheitlich angeht. Okay, Herr Prochewski. Wir müssen allerdings einen Punkt auch noch ins Radar nehmen. Und zwar bei dem Thema Flexibilisierung wird sehr gerne ausschließlich über die Flexibilisierung der Erzeugung nachgedacht. Es geht auch beim Thema Flexibilisierung um die andere Seite. Erzeugung und Verbrauch müssen sich stets die Waage halten, sonst funktioniert das System elektrische Energie nicht. Jedenfalls nicht leitungsgebundene Energie. Im Klartext, heute sind die Rahmenbedingungen so, wenn ich mein Kraftwerk drossele, obwohl ich es gerade aus Wärmegründen gut gebrauchen könnte, dann werde ich mehrfach bestraft. Ich habe nichts vom als industrieller Endanwender, ich habe nichts vom billigen Börsenstrompreis, weil ich muss die Transportgebühren, sprich Netzentgelte bezahlen, ich muss die Umlagen bezahlen und die und was da nicht noch alles im Strompreis drin ist. Zur Erinnerung für alle diejenigen, die es nicht genau im Schirm haben, gerade mal der Bruchteil von rund einem Fünftel unseres Endstrompreises ist unternehmerisch von den Stromlieferanten gestaltbar. Der Rest ist regulatorisch oder gesetzestechnisch verfügt. Hat kein Unternehmen dieser Welt einen Einfluss drauf. So, das heißt also, ne, ich fahre mein Kraftwerk zurück, bin damit höchst flexibel, werde zum Stromabnehmer und werde massiv bestraft. Ich als Unternehmer sage doch, hier, Vogel, ne, mache ich nicht, ich lasse selbstverständlich meine Kiste laufen. Also dreht das Bundeswirtschaftsministerium immer weiter an der einzigen Schraube. Ne, die KWK-Anlagen und die sonstigen dezentralen Anlagen werden weiter in die Mangel genommen, um bestraft zu werden, wenn sie den Strom erzeugen, den man gerade nicht braucht. Leute, da hilft nur eins. Wir müssen auch in der Gestaltung des Strommarktes, des Stromsteuerwesens und auch des Umlagewesens mal sehr massiv umdenken, sozusagen nicht nur Energiewende denken, sondern auch Kostenwende denken und da mal zu einem System kommen, was diese Flexibilität auch auf Seiten des Verbrauchs belohnt. Denn das kann ich mir jetzt nicht verkneifen einzuflechten. In der Debatte mit der Politik, jetzt müssen Sie herhalten, Sie sind nun mal auf der Bühne. Tut mir leid, auch wenn Sie nicht verantwortlich sind. Ne? In der Debatte mit der Politik habe ich es immer wieder erlebt, dass so eine Neiddebatte aufkommt. Ein Unternehmer, der sich den Strom selbst macht, wörtlich entsolidarisiert sich, weil er am Umlagewesen nicht teilnimmt. Hey Leute, was ist das denn? Wo ist denn der Unterschied, wenn ich als Unternehmer das tue, was alle in der Politik von mir wollen? Nämlich Energieeffizienz vorantreiben. Energieeffizienz heißt auch Stromeffizienz. In dem Augenblick, wo ich meine Druckluftanlage stromeffizient mache, entsolidarisiere ich mich, weil ich weniger Netzentgelte, weniger EEG-Umlage bezahle. Da habe ich noch keinen Politiker drüber jammern hören. Also tut mir leid, das ist inkonsequent hoch 3. Okay, also wir haben die Botschaft auf alle Fälle aufgenommen. Hoffentlich geht das. So. Wir hangeln uns ja ein klein wenig an dem Thema KWK-Gesetz 2016 entlang. Und wenn ich meinen Blick hier nach oben richte, dezentrale Energieversorgung, betrachten wir noch einmal ganz kurz das Gesetz, dann ergibt sich auch hier folgende Situation, dass auf der einen Seite der Erhalt der Wirtschaftlichkeit großer KWK-Anlagen, zum Beispiel Heizkraftwerke, mehr oder weniger reduziert wird, dass gleichzeitig auf den weiteren Ausbau dezentraler Strukturen oder auf den Ausbau verzichtet wird. Sehen die Experten der Branche auch diesen Widerspruch im Gesetz? Also Erhalt großer Anlagen, gleichzeitig aber, wenn man so will, Abbau dezentraler Strukturen. Ist das ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch, denn die von Ihnen sogenannten großen Anlagen sind im Wesentlichen im Kern der Großstädte angebracht. Wir haben riesige Areale in Deutschland, wo wir keine Fernwärme aus Heizkraftwerken haben. Leute, wenn wir denn diese Potenziale mit
dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung, und damit meine ich wirklich dezentralster Wärmekraftkopplung, erstmal abgedeckt haben, dann können wir die Debatte nochmal aufnehmen. Aber überall dort, wo wir bestehende Heizkraftwerke haben, die aufgrund des Strompreisverfalls an der Börse abgeschaltet werden, teilweise schon sind oder abgeschaltet zu werden drohen, da müssen wir uns ja mal die ökologischen und auch ökonomischen Folgen vor Auge halten. Ne? Ein Stadtwerk schaltet sein Heizkraftwerk ab, weil die Stromerzeugung Geld kostet. Okay, aber trotzdem, warm duschen wollen wir und im Winter auch heizen. Was passiert? Wir verbrennen Brennstoffe, um Frischwärme bereitzustellen. Ist das logisch? Auf keinen Fall. Also insofern sehe ich da den Widerspruch nicht. Er ist widersprüchlich formuliert. Nur unterm Strich, große und kleine Kraft-Wärme-Kopplungen waren volkswirtschaftlich gesehen schon immer Partner. Sie waren noch nie ein Gegensatz. Sie sind nicht nur, wenn ich mir das anschaue, sie sind nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, sondern gerade mit dem KWKG 2016 unter der Blickrichtung eines Energieversorgungsunternehmens sind gerade die kleinen und mittleren Anlagen wirtschaftlich zu betreiben, und zwar auch unter dem Druck des hiesigen und heutigen Börsenstrompreises von 2 bis 3 Cent. Also das muss man sich mal sauber durchrechnen, und vor allen Dingen, es müssen Geschäftsmodelle mal von den Stadtwerken, Energieversorgern aufgesetzt werden, das Thema Kraft-Wärme-Kopplung mal neu zu bewerten. Nicht mehr als separates Thema, als Dienstleistung für Dritte, sondern als Kernbestandteil einer Portfoliobewirtschaftung der Strombeschaffung. Und wenn ich dieses dann so mache, dann komme ich darauf, dass ich nämlich auch mit der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung höchst profitabel Strom produzieren kann und gleichzeitig dann aber noch quasi die Kopplung wieder dann auch effiziente Wärme in das System hineinbringen. Also nicht nur Strom sinnvoll produziere, sondern auch Wärme sinnvoll produziere, höchst effizient produziere. Und das ist bei vielen noch nicht angekommen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass man die Kraft-Wärme-Kopplung in eine Ecke stellt. Sie produziert Strom zwischen 6 bis 10 Cent. Und bei einem Börsenstrompreis von 2 Cent funktioniert das Ganze nicht mehr. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Da müssen wir uns aber nochmal hinsetzen, energiewirtschaftliche Bilanzierung üben und nämlich genau die stromsteuerlichen, energiesteuerlichen und sonstigen Bedingungen sauber mal mit reintakten. Dann wird man feststellen, wie das dann hervorragend funktioniert. Apropos Stromsteuer, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, dass wir aus Brüssel warten auf eine entsprechende Notifizierung oder Genehmigung. Was Ähnliches ereilt uns ja gerade auch auf dem Stromsteuerdurchführungsast, also bei der Novellierung der Stromsteuerdurchführungsverordnung. Auch die neue Begrifflichkeit zum Thema regionale Nähe, ja, sorgt ja nur für Verwirrung und wieder auch für das Thema, wo ist die Sicherheit, wenn ich in einen Markt investieren will. Also da auch nur nochmal das entsprechende Platzit von 2G an der Stelle, hier mal für Planungssicherheit zu sorgen, auch auf der Verordnungsseite, das hilft dann allen. Aber ansonsten sind wir von 2G mit dem KWKG 2016 vom Grundansatz her mit den Möglichkeiten, die dahinter stecken, eigentlich ganz einverstanden. Ich darf nochmal an einen Begriff anknüpfen, Wärme. Wir erleben ja eine eigentlich schizophrene Situation in der Bundesrepublik, dass generell nur von einem Strommarkt gesprochen wird. Das Thema Wärme ist mehr oder weniger unterbelichtet. Welche Ansätze sehen Sie jetzt auch als Branchenvertreter und natürlich auch für die Politik, um eine stärkere Information und vor allen Dingen auch Sensibilität zu erreichen, dass also der Wärmemarkt und damit natürlich auch die Verbindung zur Kraft-Wärme-Kopplung noch stärker in die öffentliche Diskussion hineinkommt? Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem Thema vorher, was vielleicht aber auch da reinspielt, nämlich die Aufmerksamkeit dazu wecken und zu sensibilisieren. Das KWKG hat ja nicht nur, es war nicht nur alles schlecht, hat ja nicht nur Schlechtes drin. Das Thema Contracting, was jetzt neu reingekommen ist, öffnet ja geradezu die Tür zum Nachdenken für Energieversorger oder Energiedienstleister, sich genau dieses Themas anzunehmen und mit schlauen Ideen und klugen Geschäftsmodellen die Kraft-Wärme-Kopplung oder sagen wir mal den Ansatz im Markt bunter zu machen und von dem, ich will es nicht sterbenden, aber von dem sehr anstrengenden klassischen Geschäft wegzugehen und mehr in Richtung Dezentralität, Kundenorientierung vorzugehen. Das finde ich sehr gut. Okay. Dann kommen wir mal noch ganz kurz zu meinem Ansatz, ja, Wärmemarkt, Strommarkt, wie können wir hier agieren und aktiver werden? Jetzt schauen Sie mich so an der Stelle. Nein, alle miteinander hier in der Runde. Beim Thema Wärmemarkt fällt mir immer nur eins ein, also wir haben den Wärmemarkt an der Stelle gar nicht sauber umrissen.
wenn ich höre, was wir für politische Ziele im Wärmemarkt haben, in 2050 haben wir eigentlich keinen Wärmemarkt mehr. Denn 80% der Energie im Wärmemarkt wird im Grunde genommen entsprechend durch Effizienzen gehoben und die letzten 20% machen wir dann regenerativ. Also ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll und so ganz ernst nimmt das, glaube ich, auch keiner, aber es steht halt in den energiepolitischen Zielen immer noch drin. Insofern sollten wir uns erstmal darum bemühen, den Wärmemarkt zu definieren und auch zu sagen, dass der Wärmemarkt an der Stelle eine wichtige Komponente hat, der letztendlich positiv auf den Strommarkt sich nachher auswirkt. Denn ohne Wärmesenke, die regenerativ dann versorgt wird über meinetwegen Windgas oder Solargas, werden wir keine Kraft-Wärme-Kopplung haben. Und damit werden wir auch keine gesicherte Leistung im Netz haben. Und ohne gesicherte Leistung werden wir nicht die drehende Masse haben, um Solarkraftwerke letztendlich zur Stromerzeugung nutzen zu können. Und das muss uns allen klar sein. Herr Frömmel nochmal? Da habe ich nichts zu ergänzen. Nichts hinzuzufügen. Also, Herr Prochewski. Als seinerzeit Frau Dr. Merkel das Ziel verkündete, 2050 werden fast alle Gebäude in Deutschland Passivhäuser sein, um es jetzt mal in meinen Worten zu sein. Da hatte der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung zusammen mit weiteren Verbänden gerade seinen Jahreskongress in Berlin-Steglitz. Ja, zugegeben, ich habe mich in der Pause mal ein bisschen abgeseilt und war nach draußen in die Sonne gegangen, stand mit dem Telefon am Ohr und hörte diese Meldung. So, jetzt weiß ich nicht, ob alle Berlin-Steglitz kennen, aber Sie können sich eine Großstadt wie Berlin vorstellen, ne? Ich stehe da also so und höre die Nachricht von, diese Gebäude werden also in 40 Jahren alle Passivhäuser sein. Wer es glaubt, wird selig. Also, ne, mal eben den Gebäudebestand in Deutschland abzureißen, um ihn dann als völlig neu strukturierte Gebäude wieder aufzubauen, ist ziemlich illusorisch, wenn man sieht, dass in diesem gleichen Steglitzer Kreisel schon seit 20 Jahren Gebäude leer stehen, weil sie asbestverseucht sind und kein Mensch weiß, wohin damit. Ne? So, was will ich damit ausdrücken? Ja, richtig, auch ich glaube nicht dran, dass wir dann 2050 keinen Wärmemarkt mehr haben werden. Vor allen Dingen, wenn wir gerade die Kernstädte der Groß- und Mittelstädte sehen, wo in der Regel auch Bevölkerungsschichten leben, die nicht das Geld haben, um an den Stadtrand zu ziehen, wo man dann irgendwie in gut situierten Neubauhäusern leben kann. Der zweite Punkt ist, Wärme heißt ja nicht nur Temperaturen über 20 Grad Celsius. Sondern Wärme ist alles das, was wärmer ist als 0 Kelvin. Und das bedeutet in der Kälteerzeugung, in der Klimatisierung, die, wenn der Klimawandel so weiter voranschreitet, wie er es bisher tut, auch für uns immer lebenswichtiger wird, kann die dezentrale Anlage mithilfe der Absorber- und Adsorptionsanlagen, die wir hier auch besichtigen können, einen erheblichen Beitrag leisten. Denn was ist sonst die Alternative? Kälte wollen die Menschen haben, wenn es draußen zu warm wird. Das wird kommen, da wird sich keiner gegen wehren. So, und dann haben wir als Alternative, dass wir dann elektrisch betriebene Kältemaschinen einsetzen. Okay, immer dann, wenn die Sonne scheint, könnte der Strom aus der PV-Anlage kommen. Aber was machen wir nachts? Vor allen Dingen im Sommer, wenn der Wind nicht so dolle bläst. Das heißt also, auch dort sind wir mit der KWK-Anlage, die dann zum Beispiel Solarmethan betrieben ist, wieder ganz vorn, weil wir erstens Strom erzeugen, zweitens dessen Abwärme nutzen und mit dieser Abwärme Klimakälte machen, die nicht aus Strom hergestellt wird. Also mehrfacher Nutzen. Und insofern müssen wir das vielleicht nicht Wärmemarkt nennen. Es wird immer für eine flexible Technologie, die dezentral einsetzbar ist und die hochflexibel steuerbar ist, Anwendungsfälle geben, die sich in das gesamte Konstrukt der Energiewende, die ja nicht nur eine Stromwende ist, sondern auch eine Wärme- und Kältewende, einfügen. Okay, herzlichen Dank vor allem auch für den Einschub der beteiligten Gäste, auch mal einen Blick in die Ausstellerboxen sozusagen zu werfen, denn dafür sind wir ja auch hier. Aber Dr. Hocker, Sie hatten gerade noch das Wort. Also ich wollte nur ganz kurz zwei Sachen sagen. Das eine ist, da haben Sie den Ansatz eben schon gemacht, es geht ja bei Kraft-Wärme-Kopplung nicht nur um das Thema Wärme, es geht auch um Kälte. Und das finde ich wichtig, dass Sie das nochmal hervorgehoben haben, weil das natürlich auch eine Chance ist. Das zweite ist, 2050 20% Wärmebedarf nur noch. Also man soll ja nicht über jemanden sprechen, der nicht dabei ist. Und die Kanzlerin war heute Vormittag hier. Deswegen halte ich mich da in der Kritik ein bisschen zurück. Aber ich teile Ihre Einschätzung, dass es nicht funktionieren wird, den gesamten Gebäudebestand bis 2050 als Passivhaus sozusagen darzustellen. Den zweiten Punkt haben wir noch nicht erwähnt.
erwähnt dabei. Es sind letzten Endes ja auch private Investoren, die das leisten können müssten im Privatimmobilienbereich. Und wenn ich mir das vorstelle, meine eigene Familie, meine Eltern haben vor Jahren ein Haus gebaut und haben das dann irgendwann abbezahlt über verschiedene, mehrere Jahrzehnte. Und wenn man jetzt die Politik sagen würde, pass auf, ihr sollt nochmal, ich weiß nicht, 50.000, 80.000 Euro nochmal in die Hand nehmen, alles nochmal wärmeeffizient machen, energieeffizient machen, dann glaube ich, hätte das auch einen sozialpolitischen Sprengstoff, der nicht zu unterschätzen wäre. Denn die Menschen haben sich ja mal darauf verlassen, was Politik ihnen mal gesagt hat, was ihnen vielleicht auch Banken mal gesagt haben. Ich habe mal in der Bank gelernt, damals hieß es immer, macht eine Immobilie, das ist Teil der Altersversorgung, dann wohnt ihr im Alter mietfrei, alles wunderbar, das ist sozusagen ein zusätzliches Einkommen, wenn ihr keine Mietkosten habt. Und da kann Politik nicht hingehen und all denjenigen, die sich darauf mal verlassen haben, dann sozusagen dann aufoktroyieren, noch mal alles effizient und wärme- und energieeffizient zu machen. Das wäre eine kalte Enteignung und bei mir das Eigentum da sehr viel am Herzen liegt, am sehr großem Herzen liegt, sollte jeder politische Akteur, egal welcher politischen Richtung er anhängt, sollte sich davor sollte diese Idee gleich wieder verwerfen, sozusagen per ordre de mufti Menschen, die das über Jahrzehnte lang hinbekommen haben, Eigentum zu schaffen, sozusagen dann nochmal zur Kasse zu bitten, weil nochmal Investitionen erforderlich werden. Okay, dann komme ich aber mit dem Hegelschen Ausspruch, erst das Ganze ist die Wahrheit, denn wir wissen alle miteinander, dass es natürlich nicht so glücklich ist, eine Energieeffizienz- und Dämmungsaktion nur auf die Gebäudedämmung auszulegen, wo ich eine Amortisationszeit von 30 Jahren habe, wobei gleichzeitig, das wissen Sie als Experten, ja, die Erneuerung der Heizungsanlage beispielsweise und damit auch Einsatz unter anderem von KWK deutlich wirtschaftlicher ist. Mich bewegt einfach folgende Situation. Ich habe vergangene Woche 2 Tage auf einer großen Stadtwerketagung zugebracht, bundesweite, sag mal, Stadtwerketagung. Und dort spielte nur das Thema Digitalisierung eine Rolle. Kraft-Wärme-Kopplung war völlig ausgeblendet. Wir wollen hier nicht weiter darüber diskutieren. Ich wollte nur diese Sequenz noch einmal einbinden vor der Schlussrunde. Es gibt einen aktuellen Brief an den Wirtschafts- und Energieminister, Herrn Gabriel, datiert vom 19. April dieses Jahres, also eigentlich brandaktuell, verfasst vom Bundesverband der Kraft-Wärme-Kopplung, weiterhin unterschrieben von DENEF, das ist die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, und der Energiedienstleistungskontrakting-Verband. Und Schwerpunkte dieses Briefes sind unter anderem noch einmal der bereits zu Beginn angeschnittene Paragraph 35, sprich die Rolle der EU bei der weiteren beim weiteren Genehmigungsverfahren zur Wirksamkeit dieses KWK-Gesetzes. Ein Schwerpunkt beinhaltet Fristen und Kosten für die Umrüstung. Es wird darauf verwiesen, dass Investitionsstau und Unsicherheit vor allem auch im investiven Bereich, und Sie haben das vorhin auch aus Sicht der Wohnungseigentümer, der Wohnungsgesellschaften mit angeschnitten, und dass ein zunehmender Attentismus zu verzeichnen ist. Das vielleicht nochmal als Abschlussrunde Ihre Meinung dazu, wo Sie besonders auch Ihre Position noch einmal nach außen tragen wollen und sagen, hier muss ich einfach etwas tun. Wer beginnt? Ich mag Ihre Bemerkung mit der Digitalisierung und das schließt bei dem von vorhin an Schwarz-Weiß-Malerei. Dann haben wir also jetzt Digitalisierung, dann wissen wir, was modern ist, dann machen wir jetzt alle Digitalisierung, machen Konferenzen dazu. Die Vorstände werfen ihren Stabsmannschaft jetzt darauf und dann wird da ein Projekt gemacht und das löst mal wieder alles. Und es ist halt nicht so. Also die Krux an dieser ganzen Energielandschaft und an der Energiewende an sich, es ist einfach ein komplexes Ding. Also man muss es verstehen. Und da mache ich jetzt keine Bemerkung zu den Leuten, sondern ich sage einfach, es ist so komplex, das kann auch ein Einzelner nicht verstehen. Was mich dann aber wundert im der anderen Seite, dass es versucht wird, mit einfachen Mitteln zu lösen. Dass man in so einem hochtechnisierten Land wie Deutschland mit so einer großen, ist das Mikrofon noch an? Mit so einer Fülle von Instituten, von klugen Leuten, es nicht schafft, die an einen Tisch zu setzen und ein ganzheitliches
System aufzustellen oder eine Strategie zu entwickeln, sondern wirklich wie im Sandkasten, da mal ein Stück verändert, da mal eins verändert, ups, jetzt ist ja hier was passiert, drehen wir hier nochmal nach, wieso verändert sich das jetzt da hinten nach, das hängt ja zusammen, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also es fehlt völlig dieser ganzheitliche, durchdachte Ansatz und man beginnt vielleicht aus der Not geboren, vielleicht auch wegen der nächsten Wahl zu agieren und schraubt einfach mal schon so und dann kommen solche Situationen raus wie jetzt, nur ist das ja alles am lebenden Objekt. Also da müssen ja Menschen, Unternehmen mit ihren Jobs dahinter, müssen ja damit auskommen. Systemansatz. Herr Geier? Ja, also dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Das ist schon interessant zu sehen, dass es gelingt, Differentialgleichungen dritter Ordnung zu lösen. Aber Gesetze, die wir aufeinander nur abzustimmen haben und auch die nur aufeinander letztendlich abgestimmt werden müssen, nicht aufeinander abzustimmen. Also das ist schon das Überraschende. Das ist auch der Wunsch, den ich eigentlich nach vorne habe, den wir auch als 2G nach vorne haben, dass da im Vorfeld mal drüber nachgedacht wird, was ist das eigentlich? Ne? Also das klassische Stichwort der Konsequenzanalyse einfach mal im Hinterkopf haben, was passiert, wenn wir dieses denn jetzt so beschließen, was passiert mit den anderen Gesetzen? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber das sind Themen für mich zweiter Ordnung nach vorne hin, da kann man sich drüber unterhalten. Ich bin ja schon mal froh, dass wir diese Gesetze zum Großteil in einem Ministerium haben, also ist die Chance, dass das alles in einer Gebäudehülle dann irgendwann mal besprochen wird, auch relativ groß. Was wir momentan aber dringend brauchen, ist wirklich eine Klärung nach vorne für dieses Jahr. Wir brauchen wirklich die Klärung und den Vorschlag von Herrn Brzezinski finde ich hervorragend, dass wir nach vorne hin eine Klärung kriegen, was passiert, wenn die Einigung mit Brüssel nicht kommt. Was passiert eigentlich dann mit den Möglichkeiten im Markt, wenn wir die Anlagen dann nicht umsetzen? Was ist eigentlich mit den Arbeitsplätzen dahinter? Also wir haben 580 Mitarbeiter hinter uns stehen, die von dem Thema leben und mit dem Thema auch in Richtung Digitalisierung weitergehen, Effizienzsteigerung. Also hochmotivierte Leute, die das Thema weiter treiben und die mit Herzblut bei der Sache sind. Aber wenn da keine Lösung angeboten wird, dann wird es schwierig. Und insofern ist es wichtig, dass wir jetzt ganz schnell entweder aus Brüssel das Signal kriegen, dass dieses Gesetz letztendlich dann durchgeht. Ein wichtiges Signal auch für Europa aus meiner Sicht, weil Brüssel sollte sich um die großen europäischen Themen kümmern und nicht um die kleinen Gesetzestexte letztendlich aus Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten. Und, oder wir kriegen eine Lösung, wie Herr Brzezinski vorgeschlagen haben, dass halt die Jahreszahlen fortgeführt werden, sodass wir nicht zum Jahresende letztendlich in ein komplettes Loch hineinfallen. Herr Brzezinski, ich spreche Sie jetzt als Vizepräsident an, als einer der Unterzeichner sozusagen, für den Verband, auch wenn es der Präsident unterschrieben hat. Herr Bundesminister, wir bitten Sie, oder wäre es vielleicht sogar manchmal treffender zu sagen, wir fordern? Wo ist der Unterschied? Na, wenn Sie das so sehen. Nein, ich verstehe es ganz schlicht und einfach so, über die Folgen eines bestimmten Tuns oder Nichttuns, je nach Sicht der Dinge, war man sich anscheinend nicht bewusst. Und das, was in der Branche an Auswirkungen dann hervorgerufen wird, kommt auch dort nicht an. Und deswegen kann man nur sagen, ja, schreiben hilft. Zumindest kann dann kein Politiker, kein Minister dieser Welt mehr behaupten, er hätte es nicht gewusst oder nicht wissen können. So, dass wir selber trotz Demokratie nicht die Machtmittel an der Hand haben, um das eben zu ändern, das ist schon klar. Aber was passiert, wenn viele sich einig sind und viele diesen Druck aufbauen, das haben wir schon an ganz anderer Stelle erlebt. Und darum kann ich nur nach wie vor appellieren. Nicht warten, dass irgendwelche Stellvertreter und Stellvertreterinnen etwas tun, sondern die Dinge auch selber in die Hand nehmen und selber diesen Druck aufbauen. Leute, ihr müsst jetzt langsam mal zu Potte kommen, ihr müsst Brüssel bewegen oder und das Gesetz entsprechend abändern. Und das ist meine feste Überzeugung. In dem Augenblick, wo auch nur der Vorschlag ernsthaft im Raum steht, ändert die Jahreszahlen in der Übergangsvorschrift, ist der Druck, sich mit der Kommission zu einigen, so groß, da wird was passieren. Herr Dr. Hocker, Sie könnten ein bisschen was mitnehmen aus dieser Runde für Ihr weiteres politisches Wirken in Niedersachsen? Also, ich habe eben bereits darüber nachgedacht, als Sie gesprochen haben. Wir haben ja auch eine ganze Zahl von Unternehmen, die auch gerade in Niedersachsen ansässig sind, aus Ihrer Branche. Und da wäre es ja möglich, dass man zum Beispiel eine parlamentarische Anfrage formuliert. Das kann man also ganz konkret tun als Abgeordneter, auch als einzelner Abgeordneter sozusagen. Und kann sich bei dem Wirtschaftsminister oder bei dem Umweltminister erkundigen, wie er denn oder welche Vorkehrungen er denn trifft für solche Projekte, die unter Umständen nicht genehmigt werden würden. Und welche Möglichkeiten, ich sag mal, der Unterstützung da existent
sind und was die niedersächsische Landesregierung in Erwägung zieht, um im Falle des Falles sozusagen solche Projekte doch zu Ende führen zu können. Das wäre eine Möglichkeit, weil Sie von Machtinstrument gesprochen haben, würde ich jetzt gar nicht so groß bezeichnen, aber es ist zumindest ein Instrument, um Informationen zu gewinnen, denn das war früher mal anders, aber so unmittelbar ist der Zugang für mich als Abgeordneter, der jetzt in der Opposition ist, in die Ministerien, auch in Niedersachsen nicht, aber man kann ja einen ganz offiziellen parlamentarischen Weg gehen, jeder Abgeordnete hat das Recht, Anfragen zu stellen in der Landesregierung, die dann innerhalb einer bestimmten Frist beantwortet werden müssen. Und dann hätte man zumindest eine offizielle Aussage seitens der niedersächsischen Landesregierung zu diesem ganz konkreten Thema. Das können wir gerne miteinander abstimmen und dann können Sie gerne auch an den Formulierungen mitwirken, wenn Sie möchten. Also ist man doch nicht so ganz allein auf hoher See. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern für die fundierten Ausführungen. Bedanke mich auch im Namen der Gesprächspartner bei Ihnen, dass Sie so aufmerksam hier zuhören konnten und auch die Zeit genutzt haben. Wir bitten um Nachsicht, dass aufgrund dieses Zeitfensters vielleicht die Fragestellung aus der Runde doch nicht so gegeben war. Aber wenn Sie alle miteinander das Thema KWK und KWK-Gesetz ein klein wenig vertiefen konnten, dann haben wir sicher gemeinsam einen Gewinn. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.